mir so auffällt, ist einfach, dass wir sehr wenig Freiheit so haben in der Schule, individuelle Entscheidungen zu treffen, und wir kriegen alle diesen Einheitsbrei beigebracht, und das ist so ein bisschen, naja, kann man nicht auf jeden so beziehen, ne? Jeder ist interessiert in andere Dinge und ja, möchte andere Sachen machen und weiß genau, okay, Mathe werde ich niemals brauchen in meinem Job oder Kunst oder so. Ich würde gerne Musik machen, aber wie wahrscheinlich das ist, dass man damit tatsächlich erfolgreich genug wird, um da gut von zu leben, weiß ich auch noch nicht. Aber ich will mir die Chance nicht nehmen, das auszuprobieren. Also ich werde es auf jeden Fall versuchen, und ansonsten muss ich noch nach dem Plan B gucken. Es ist alles sehr theoretisch und es ist wenig, okay, du möchtest Musik machen, dann gucken wir, dass wir dich da besonders fördern. Also wir hatten so ein Projekt gestartet und am Anfang waren alle total begeistert und meinten, ja, das ist eine super Idee, wir unterstützen euch da, egal was ihr braucht, so. Und dann weiß der Hausmeister nicht mal Bescheid, dass das stattfindet. Das ist eine Benefizveranstaltung, also nicht mal für uns, also natürlich auch so Unterhaltung, aber ja, alle Einnahmen davon werden gespendet, also das ist eine gute Sache, so eine gute Aktion. Aber dass auch ein bisschen nicht nur uns einfach Sachen unterrichtet werden in den Fächern, sondern, also nicht vorne steht der Lehrer, der erzählt was und wir müssen das einfach aufsaugen wie so ein Schwamm, sondern dass uns auch so ein bisschen das kritische Denken beigebracht wird. Es ist sehr in eine Richtung, also sehr in die akademische Richtung und sehr bürokratisch von mir aus, also finde ich, so sehe ich das. Und sehr, der Lehrer ist Chef und der Schüler ist, so muss dem allen gehorchen, und es ist wenig, der Lehrer ist ein Mensch und der Schüler ist ein Mensch. Auf jeden Fall, jeder kann das. Nicht die ganze Welt auf einmal, aber so die Leute um dich herum. Man muss sich ja nicht so viel vornehmen. Also ich würde mir jetzt nicht vornehmen, auf der ganzen Welt das Schulsystem zu verändern. Aber man kann ja bei sich im Umfeld anfangen, so. Bei mir in der Schule versuchen, was zu ändern, oder wenn, naja, irgendwie ein Flüchtlingsheim zu besuchen, wenn das dein Thema ist, oder dich für Tierschutz einzusetzen, so bei dir einfach in der Gegend. Und wenn du eine Person, eine Denkweise schon veränderst, hast du schon was erreicht. Everything is perfect in your dollhouse, the only place where lights never go out, and everything is easy in your dollhouse, where differences and problems just get cut out.